Tja, das kann man auch nicht jeden Tag sagen. Ein ganzes Kino für mich allein. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der den Schrott guckt. Ich grüße euch, willkommen. Wir sprechen über Point Break und heute möchte ich das Ganze ein wenig anders angehen als sonst. Ich möchte quasi heranführen, nämlich die Frage stellen, warum mache ich das hier, also diesen YouTube-Kanal? Nun, im Grunde aus zwei Gründen. Zum einen mag ich den Austausch und die Diskussion und möchte dafür halt ein wenig Plattform sein. Und zum zweiten vielleicht im entscheidenden Fall mal sowas wie Entscheidungshilfe sein, sprich, jemand guckt einen Trailer, findet den nicht so ganz eindeutig und ich werde natürlich nicht das Zünglein an der Waage sein, aber einfach in die eine oder andere Richtung helfen zu kippen. So, und deswegen und auf den heutigen Film geht das Ganze dann ein wenig anders. Denn ich glaube, dass kein einziger meiner ständigen Zuschauer oder die Leute, die mich regelmäßig kommentieren, diesen Film anschauen werden. Deswegen werde ich nur Entscheidungshilfe sein. Niemand wird diesen Film ansehen. Warum wird das keiner? Weil den niemand sehen will. Warum will denn niemand sehen? Das ist ganz einfach. Jeder, der sich mit dem Medium Film halbwegs beschäftigt oder auch nur so ein bisschen auf meinem Kanal rumklickt, weiß, dass das Original Point Break, im Deutschen Gefährliche Brandung von 1990, sowas wie ein zeitloser Klassiker ist oder ein richtig guter Film. Also für mich persönlich, ich habe den im zweistelligen Bereich gesehen, ist das was ganz Besonderes. Aber nichtsdestotrotz ein großartiger und funktionierender Actionfilm der 90er Jahre und dass dieser Film auch heute noch geguckt werden kann, als wäre er neu. Deswegen gibt es keinen Grund, wirklich keinen Grund, diesen Film irgendwie neu aufzulegen und irgendwie als Remake rauszubringen. Man hat es jetzt gemacht und seit Mitte letzten Jahres der Trailer rauskam, wurde dieser Film gehasst. Und von jedem, der den Trailer sah, irgendwie, es hagelte Hasskommentare, auch von mir. Und deswegen, ich gehe 100% davon aus, niemand will diesen Film sehen. Indem ich es aber jetzt gemacht habe, mache ich das für meine ständigen Zuschauer, indem ich es jetzt quasi bestätigen kann, ist diese ganze Ablehnung, dieser ganze Hass und was auch immer die Leute an dem Film zu kritisieren haben, angebracht. Und letzten Endes, ja. Wobei, man muss ein paar Einschränkungen bringen, die sind aber nicht besonders groß. Der Film ist im Grunde so, als hätte ein Drehbuchpraktikant mit einem Skript gespielt, als Basis das alte Point Break Skript genommen und gesagt, wir machen jetzt was anderes, lassen aber ein paar Eckpfeiler stehen. Soll heißen die Namen der Charaktere, soll heißen einzelne Schlüsselszenen und drumherum wird ein komplett neues Szenario gemacht. Das ist so gesehen schon mal der Pluspunkt, den man dem Film anrechnen kann. Es ist jetzt kein 1:1 Abfilmen des alten Films, sondern ein wirklich eigenständiger neuer Film, der sich halt nur an manchen Stellen an das alte Ding anlehnt. Nichtsdestotrotz ist dies ein Film, den es nicht hätte geben brauchen. Wie im Original gibt es einen jungen FBI-Agenten namens John Utah, der sucht aber nicht wie im Original Bankräuber, sondern Extremsportler. Was sich jetzt dahinter verbirgt, das kann man kurz schon umreißen, das ist eine Truppe Typen, die irgendeinen ominösen Guru folgen, der eine Prüfung aus 8 Extremsportarten ersonnen hat und wenn man die bewältigt, dann hat man die totale Erleuchtung. Und Utah schließt sich halt diesen Leuten an. Und das ist dann halt der Kernpunkt des Films. Ich habe einen Kumpel, der steht auf Formel 1 und Schnellfahren und guckt sich gerne auf YouTube Videos an, wo Leute so, keine Ahnung, mit einem BMX-Bike eine Strecke entlangfahren und das mit Helmkamera filmen oder so. Und bei diesem Film ist es jetzt so, dass wir dieser Truppe Extremsportler folgen, wie die diese einzelnen Einheiten absolvieren. Da ist also Snowboarden, da ist Surfen, da ist, die fahren irgendwo runterspringen und so weiter. Also die machen halt diese extremen Momente. So, und diese Momente sind insbesondere in 3D imposant, eindrucksvoll und spektakulär eingefangen und aufgegriffen. Aber das sind halt immer so, als würde man YouTube-Videos sehen. Man sieht diese Schnitt, die machen irgendeine Aktion, dann hat man 5 Minuten Sequenz und das war's. Und das Ganze mit einer vollkommen dürftigen, düsteren und unnötigen Story verknüpft. Also wie gesagt, die Kernfiguren heißen gleich, aber zum Beispiel Peppers im Original von Gary Busey, hier von Ray Winstone verspielt, ist eigentlich nur eine Randfigur, die in 5 Szenen auftaucht und überhaupt nichts zur Story beiträgt. Die Figur Tyler hat man komplett rausgenommen und auch ansonsten spielt der Film nicht wie im Original in Los Angeles, sondern überall auf der Welt, wo man halt gerade was Großes abziehen kann. Also letztlich, es ist wirklich ein eigenständiger Film, das halte ich ihm zugute, aber vor allem die Übernahme entscheidender Schlüsselszenen ist stellenweise so lächerlich. Die ikonische Szene, wo Keanu Reeves in die Luft schießt, nachdem er es nicht schafft, auf Keanu Reeves zu ballern, die ist drin, kommt aber so aus dem Nichts und ist so absurd und insbesondere der Schluss. Ich will natürlich jetzt nicht das Ende verraten, auch wenn es nicht schlimm wäre, aber das, was im Original in der 10-minütigen Schlusssequenz passiert, wird hier auf etwa 4 Minuten zusammengestaucht und das ist so absurd.
Letzten Endes ist dies also ein Film, den sich keiner angucken will und einer angucken wird. Ich konnte ihn halt gucken, weil es bei meiner Flatrate eh nichts ausmacht. Aber man hat ein paar imposante Action-Szenen, das muss man ihm lassen. Aber ansonsten ein dürftiges Drehbuch und die beste Art und Weise, wie man diesen Film konsumiert, ist, man guckt ihn nicht im Kino, besorgt sich hier irgendwie das Original und das Geld, was man im Kino gelassen hätte, investiert man ins Pizzataxi. Dieser neue Film wird von mir 2 von 5 Punkten erhalten oder beziehungsweise erhält es jetzt. Und ganz ehrlich, das ist wirklich dieser schlimme Film, den alle erwartet haben. Und die wenigen Pluspunkte, die man ihnen anrechnen kann, die gehen so wirklich im Nichts unter. Letzten Endes ein absolut absurder und schwachsinniger Film. Nichtsdestotrotz möchte ich wissen, guckt ihr euch den in irgendeiner Weise trotzdem an? Gebt ihr dem eine Chance, wenn ihr ihn mal irgendwie in die Finger bekommt? Seht ihr irgendein Potenzial da drin oder was weiß ich? Gerne in die Kommentare unter dieses Video. Gerne einen Daumen, gerne ein Abo und gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann, ciao.